So, meine Damen und Herren, ich denke, wir fangen an. Der Saal ist rappelvoll. Ja, großartig. Ich darf Sie ganz herzlich in der Heinrich-Böll-Stiftung willkommen heißen. Ich muss gestehen, ich hätte nie im Leben mit einem solchen Andrang an einem solchen Tag gerechnet. War ja so ein bisschen skeptisch, ausgerechnet am Rosenmontag. Da merken Sie die kulturelle Differenz, die doch zwischen Berlin und dem Rheinland besteht. Umso glücklicher bin ich über diese Resonanz, die das Thema und der Bericht der Gesundheitskommission der Heinrich-Böll-Stiftung offenbar findet. Wir hatten eben schon eine kleine Pressekonferenz und ich hoffe sehr, dass dieser Bericht das öffentliche Echo bekommt, dass er, glaube ich, verdient. Das Thema selbst trifft ja offensichtlich einen Nerv, auch wenn wir natürlich nicht antizipieren konnten, dass ausgerechnet heute Papst Benedikt aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt angekündigt hat. Das wollte ich Ihnen doch nicht vorbehalten, was vielleicht bei einem 85-Jährigen auch nicht so erstaunlich ist. Aber es zeigt eben, ja, also Themawechsel bitte. Das war natürlich ein bisschen unvorsichtig von mir, aber ich wollte Ihnen diese Meldung doch nicht vorenthalten. Die ist gerade vor 10 Minuten oder sowas über den Ticker gegangen. Aber es zeigt eben doch, welche Rolle Gesundheit für uns alle spielt. Ich kriege die Kurve, keine Angst. Und welcher Stellenwert das Gesundheitssystem gesellschaftspolitisch hat. Das wird sich in der Zukunft mit ziemlicher Sicherheit sogar noch verstärken. Das Gesundheitssystem ist ja heute schon einer der größten volkswirtschaftlichen Sektoren, einer der wichtigsten Beschäftigungsbereiche. Und da sowohl der medizinisch-technische Fortschritt weitergehen wird, was ja auch gut ist, und gleichzeitig die Gesellschaft sich in einem rasanten demografischen Wandel befindet, mit einer wachsenden Zahl von Älteren und einem gleichzeitigen Rückgang der Erwerbsbevölkerung, kann man, glaube ich, zweierlei gut voraussagen. Einerseits, dass die Kosten im Gesundheitssystem weiter steigen werden und dass gleichzeitig damit aber auch Finanzierungsfragen immer wichtiger werden. Und zwar nicht nur die Frage, wie kommt Geld in das System und wie ist sagen die Krankenversicherung organisiert, sondern auch die Frage nach der Kosten- und Ressourceneffizienz. Also die Suche nach einem optimalen Verhältnis zwischen finanziellem Aufwand, den angebotenen Leistungen und dem Gesundheitsnutzen, das dieses System für die Bevölkerung, für die Gesellschaft stiftet. Und der Titel des Kommissionsberichts, nämlich Effizienz, Qualität und Humanität in einem solidarischen Gesundheitssystem, drückt genau diesen Anspruch aus, dass wir eine Brücke schlagen müssen zwischen Kosteneffizienz und einer guten, einer fachlich auf der Höhe der Zeit befindlichen und gleichzeitig humanen Gesundheitsversorgung. Und wir sind doch einigermaßen sicher, dass es ein großer Fehler wäre, Kosteneffizienz, Wirtschaftlichkeit auf der einen Seite und Qualität und Humanität auf der anderen Seite gegeneinander auszuspielen. Die entscheidende Herausforderung liegt genau darin, beides unter einen Hut zu bringen. Eine Ausgangsthese
dieses Projekts sowohl auf Seiten der Stiftung wie, glaube ich, sagen zu können, auch auf Seiten der Kommission war, dass das Gesundheitssystem in der Bundesrepublik, dass er im internationalen Vergleich sich doch ziemlich gut behauptet, nicht an einem Mangel an finanziellen Ressourcen leidet, sondern an einer Fehlallokation von Mitteln aufgrund falscher Anreizsysteme. Und dazu gehört auch die Zweiteilung in ein privates und gesetzliches Krankenversicherungssystem. Das stand nicht im Zentrum des Auftrags der Kommission. Wir wollten nicht die Debatte um Bürgerversicherung versus Gesundheitsprämie jetzt duplizieren oder verfünffachen. Aber es gibt auch eine klare Empfehlung in dem Bericht, nämlich für ein einheitliches, für ein integriertes System der Krankenversicherung, in dem alle Versicherungen unter gleichen Wettbewerbsbedingungen um die bestmöglichen Leistungen für ihre Versicherten konkurrieren. Die Kommission beschäftigte sich also vor allem mit der Frage, wie Fehlanreize aufgehoben werden können. Bisher wird das Gesundheitssystem ja sehr stark von den Interessen der Anbieter dominiert, von der Pharmaindustrie über die Apotheker bis zu den niedergelassenen Ärzten. Wir wollten gerne die Blickrichtung verändern und Reformen vor allem aus der Perspektive der Versicherten und der Patienten entwickeln. Statt um Maximierung der Einkommen auf der Anbieterseite geht es um optimale Prävention und Behandlung bei bezahlbaren Kosten. Interessant finde ich, das entspricht auch unserer Philosophie, welchen ordnungspolitischen Ansatz die Kommission für ihre Reformvorschläge gewählt hat, dass nämlich weder der Staat noch der Markt alles regeln können, sondern dass der Staat, die Politik, die Rahmenbedingungen so setzen muss, dass alle Akteure im Gesundheitssystem optimal zusammenwirken können. Gute Regulierung, also gute Politik, minimiert die Konflikte zwischen Eigeninteressen und Gemeinwohl bei allen Beteiligten. Dazu gehört auch eine neue Kultur der Kooperation im Gesundheitswesen. Gesundheitsversorgung muss künftig stärker im Team erfolgen. Die Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten muss gefördert werden. Und insbesondere auf dem Land brauchen wir funktionsfähige regionale Gesundheitsnetze, um die Versorgung einer alternden Gesellschaft auch in Zukunft gewährleisten zu können. Ich will jetzt um Himmels Willen nicht alle Handlungsempfehlungen der Kommission vorwegnehmen. Die werden gleich ja präsentiert werden. Ich will aber noch kurz auf zwei Aspekte eingehen, die uns als Böll-Stiftung besonders am Herzen liegen. Das eine ist der Demokratieaspekt, den Sie in den Empfehlungen der Kommission finden. Es geht um verstärkte Beteiligung der Versicherten an gesundheitspolitischen Angelegenheiten und Entscheidungen. Die Selbstverwaltung der Kassen ist ja heute vielfach lediglich bürokratische Routine. Und der Begriff Bürgerversicherung, auf den wir uns mit den Grünen programmatisch beziehen, bedeutet für uns eben nicht nur, dass alle gleiche Leistungen in Anspruch nehmen können und sich nach ihren Fähigkeiten an der Finanzierung eines solidarischen Gesundheitssystems beteiligen, sondern dass die Versicherten selbst verstärkt Verantwortung übernehmen und an allen relevanten Entscheidungen beteiligt sind. In dem Begriff der Gesundheitsversorgung steckt ja etwas sehr Paternalistisches, eigentlich etwas, was schon aus der Zeit gefallen ist. Es geht viel stärker um eine produktive Interaktion zwischen den professionellen Anbietern, den Expertinnen und Experten, den professionellen Expertinnen und Experten, muss man sagen, im Gesundheitswesen und den Versicherten und seinen potenziellen Patienten, die auch zu Expertinnen in eigener Sache werden können und werden sollen. Und schließlich
werden wir uns künftig verstärkt mit Fragen der Ausbildung befassen müssen. Der Fachkräftemangel hat das Gesundheitswesen ja bereits besonders im Bereich der Pflege erreicht. Und es ist aus unserer Sicht ein Anachronismus, dass für eine ganze Reihe von Gesundheitsberufen keine kostenfreie Ausbildung gewährleistet ist. Während ja die Studiengebühren für angehende Ärzte gegenwärtig flächendeckend wieder abgeschafft werden, müssen Physiotherapeuten und andere Heilberufe erhebliche Ausbildungsgebühren zahlen. Das ist nicht nur sozial ungerecht, sondern schreckt auch viele Interessentinnen ab. Und gleichzeitig geht es darum, Ausbildungsinhalte und Abschlüsse so aufeinander abzustimmen, dass sie miteinander kompatibel sind und auch gut kombiniert werden können, sodass es auch eine Durchlässigkeit, verstärkte Durchlässigkeit zwischen Gesundheitsberufen gibt. Soweit die Schlaglichter von unserer Seite. Und bevor jetzt Helmut Hildebrand als Co-Vorsitzender der Kommission Kernpunkte des Abschlussberichts vorstellen wird, möchte ich ihm und allen Mitgliedern der Gruppe ganz herzlich für ihr großes Engagement, für die Zeit und für die Expertise danken, die Sie in dieses Projekt gesteckt haben. Das war zivilgesellschaftliches Engagement von der feinsten Sorte. Andreas Brandhorst gilt noch ein spezielles Dankeschön als Co-Vorsitzender und Koordinator der Kommission. Es handelte sich um eine ehrenamtliche, darauf möchte ich noch Wert legen, und um eine überparteiliche Kommission. Das ist, glaube ich, ein Vorteil, vor allem mit Blick auf die mögliche Anschlussfähigkeit der Empfehlungen über die Grünen hinaus. Wenn wir tatsächlich zu grundlegenden Reformen kommen wollen in unserem Gesundheitssystem, braucht es dafür ja tragfähige Mehrheiten, nicht nur im Parlament, sondern auch in der Gesellschaft. Ich möchte mich auch noch bei Peter Selin, unserem Referenten für Sozialpolitik, und seinem Team bedanken, die das Projekt stiftungsseitig betreut haben. Sie alle haben ihren Anteil an diesem Bericht, dem ich viel Aufmerksamkeit und eine konstruktive Diskussion wünsche. Herzlichen Dank. Und jetzt Helmut Hildebrand. Ja, herzlich willkommen. Erstmal, ich glaube, wir alle sind sehr überrascht von diesem großen Andrang hier zu der Veranstaltung. Wir hatten da mit deutlich geringeren Zahlen gerechnet, ein bisschen mehr immer gehofft, aber dass jetzt so viele wirklich hier gekommen sind, erfreut uns natürlich sehr. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt im Auftrag und im Namen der Kommissionsmitglieder heute Ihnen die Ergebnisse in ihrem Kern vorstellen kann. Dazu einiges vorbereitet und die eigentliche Diskussion haben wir ja nachher in den Foren vorgesehen, sodass wir da auch genügend Zeit haben, dass jeder sich beteiligen kann. Ganz kurz nochmal zu dem Hintergrund. Wir sind im März 2012 von der Böll-Stiftung gefragt worden, ob wir bereit wären, an dieser gesundheitspolitischen Kommission teilzunehmen. Wir haben uns da gerne für engagiert. Ich selber bin auch schon lange Förderer der Böll-Stiftung, insofern lag es dann auch ein bisschen nahe. Wir hatten dort ein zentrales Thema, nämlich nach diesen Fehlanreizen. Es war nicht das Thema, dass wir jetzt die Gesundheitspolitik der nächsten Legislatur definieren und in den Details ausarbeiten und entwickeln, sondern uns mal mit einer Frage beschäftigen, die eigentlich ja schon alle hier im Raum und auch außerhalb seit Jahren beschäftigt. Wie kommen wir eigentlich an diese grundlegenden Probleme heran, die immer wieder das Verhalten der Einzelnen in eine Richtung steuern, die eher dem Gesamtinteresse unserer Arbeit, also sozusagen Gesundheitsnutzen zu mehren, zuwiderläuft. Und das ist der Kern, an dem wir gearbeitet haben. In der Zusammenstellung der Kommission wurde auf dem breiten Erfahrungshorizont der Mitglieder sehr viel Wert gelegt. Das richtet sich von Gesundheitswissenschaften über Medizin, über Pflege, über Erfahrungen aus der Patientenvertretung oder Patientenschaft heraus,
bis hin in die Ökonomie und die einzelnen Sektoren von Krankenhaus über Psychotherapie etc. etc. Also ein sehr breiter Horizont. Der Arbeitsprozess selber hat dann ein knappes Jahr gedauert. Wir haben in dem Zeitraum eine ganze Reihe von halbtägigen Klausuren, zum Teil auch ganztägigen Klausuren gehabt, haben auch eine ganze Reihe von Fachleuten extern noch hinzugeholt und befragt und haben eine Online-Befragung gestartet als ein Experiment, an dem sich für uns erstaunlicherweise sehr viele beteiligt haben. Insgesamt 267 Personen haben sich da mal reingeklickt in diese Befragung. Und das war damals breit verteilt worden an Politik, Wissenschaft, aber auch an, aus der Patientenvertretung heraus und den Berufsgruppen. Und wir möchten uns herzlich für die Beteiligung bedanken. Eine kleine Vorbemerkung noch zu den Ergebnissen des Berichts. Natürlich ist es nicht so, dass jeder von uns an jedem Thema mit entsprechender Fachkunde beteiligt war, sondern wir uns auch ein bisschen auf das, was die anderen Kollegen mit reingebracht haben, verlassen mussten. Das heißt, nicht jede Stellungnahme kann jedem von uns zugeordnet werden und wird nicht von jedem von uns unterschrieben. Aber von der Grundaussage her sind wir uns einig über die Gesamtaussage dieses Berichtes. Jetzt zu dem Hintergrund. Und was hat uns eigentlich da bewegt oder geführt, auch in der Diskussion? Und Sie alle haben ja in den letzten Monaten und Jahren das an vielen Stellen erlebt. Ob das nun die Vorwürfe sind, die in der Öffentlichkeit hochgebracht werden, bezogen auf die Bestechlichkeit der Ärzteschaft, die Geldmacherei durch unnötige Leistungen, ob das die Vorwürfe sind, die gegen Ober- und Chefärzte in den Kliniken gemacht wurden, jetzt bei dem Thema Transplantationen, aber auch bei diesen Chefarzt-Boni-Verträgen oder dass operative Leistungen gemacht werden ohne entsprechende Indizierung. Dass Krankenkassen angeklagt werden, dass sie Versicherte sich sozusagen draußen vorhalten. Der ein oder andere wird sich an die Situation damals mit der City-BKK erinnern. Und welche Geschäftsstelle am Rande von Großstädten auf einmal dann für zuständig erklärt wurde. Oder ob es um die Versorgungsunsicherheit geht in wirtschaftlich schwächeren Regionen. Eigentlich an allen Stellen wird im Moment eine Konfrontation entwickelt und diskutiert, die sich um das Thema dreht, inwiefern Ökonomisierung und die Ausrichtung auf die individuelle Wirtschaftlichkeit denn zum Nachteil ist für die Gesamtentwicklung von Gesundheit. Und meine Behauptung wäre, damit wird ein erheblicher Vertrauensverlust für unser System erzeugt. Und wir schaffen uns damit mit einem Problem, was noch lange Zeit nachwirken kann. Es gibt verschiedene Optionen, wie man darauf antworten kann. Die schnellste Reaktion ist meistens die Forderung nach dem Staat, nach dem Motto, der Staat muss jetzt detaillierter eingreifen, er muss das begrenzen, er muss das regeln, er muss Chefarztboni-Verträge verbieten, er muss Krankenkassen zwingen, für andere Versicherten sozusagen die Aufnahme zu organisieren, er muss sie und so weiter und so fort. Also an vielen Stellen die Aufforderung, der Staat. Und die Frage war in der Kommission, ist das überhaupt möglich? Laufen wir da nicht einem Popanz hinterher, einer Annahme, der Staat könnte tatsächlich bis in die Details hinein Verhalten regulieren, als ob alle, die im Gesundheitswesen arbeiten, und wir wissen, dass es ein großer Wirtschaftssektor ist, als ob die als Marionetten steuerbar wären. Und wie Ralf Fuchs eben schon gesagt hat, sind wir von einem anderen Paradigma ausgegangen. Wir sagen, das kann eigentlich so gar nicht funktionieren. Wir müssen, wenn wir Gesundheitsnutzen als Produktionskategorie entwickeln wollen und als Bestandteil von einem Gesundheitssystem, als Ergebnisbestandteil eines Gesundheitssystems nach vorne tragen wollen, dann müssen wir doch die Leute mitnehmen. Die müssen doch mitmachen und wir können nicht durch Zwangsmaßnahmen versuchen, in die Details hinein zu regulieren. Es gibt die zweite Option, wird auch sehr häufig geäußert. Eigentlich ein bisschen, meines Erachtens nach, eher eine rückwärtsgewandte Option. Nach dem Motto, wir müssen die Moral wieder restaurieren. Die Ärzteschaft, der Stand muss das wieder regeln. Aber schaffen wir denn das? Ist denn das realistisch? Ist es realistisch, wenn die Anreize, die wirtschaftlichen Anreize in die eine Richtung gehen
gegen die wirtschaftlichen Anreize auf Dauer zu bestehen und sozusagen die Edlen zu fordern? Ist das haltbar? Ist das machbar? Ist das sozusagen eine gesellschaftlich entwickelbare Utopie? Oder laufen wir auch nur Gefahr, dass wir immer wieder die gleiche Situation erleben werden? Es gibt dann nicht nur die Einzelnen, sondern irgendwann dann vielleicht sogar auch mal die Mehrheit, die droht umzukippen. Also Moral als einziges, als Ausweg reicht uns da nicht. Wir sagen, wir müssen eigentlich die moralische Überforderung der Agierenden, die heute existiert, durch eine kluge Rahmenregulation verändern. Wir haben im Moment halt diese Situation, dass unter den aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen das eine wirtschaftlich honoriert wird, ob das bei Krankenkassen ist, bei den Leistungserbringern ist, bei wem auch immer, und das andere, der Gesundheitsnutzen, der produziert wird, eigentlich fast schon gegen die Ökonomie gelegentlich durchgehalten werden muss. Und das ist nicht eine stabile Situation. Das heißt, wir müssen die beiden Pole wieder zusammenbringen. Also durch eine geeignete Wettbewerbsordnung gesundheitsstiftende Leistungen belohnen. Und zwar so, dass letztendlich das wirtschaftliche Einzelinteresse, ob das der Pflegekraft ist, des Krankenhausadministrators, des Krankenkassenvorstands ist, wem auch immer, dass das wirtschaftliche Einzelinteresse mit dem gesamtgesellschaftlichen Ergebnisinteresse an einem vermehrten Gesundheitsnutzen übereinstimmt. Eine nicht einfache Aufgabe, hochkomplex, weil auch die Rahmenregulationen halt dafür natürlich verstanden werden müssen, aber eigentlich eine Aufgabe, die es schafft, vielleicht auch wieder ein Stückchen mehr Vertrauensgewinn zu organisieren auf ein Gesundheitssystem, was das leistet, was man eigentlich möchte. Im anglosächsischen Raum wird das unter Value statt Volume diskutiert. Also Wert und Gesundheitsnutzen, der produziert wird, statt nur das Volumen anzureizen. Qualität und Nutzen statt Quantität. Und insofern ist es also folgerichtig ja unsere Interventionsphilosophie. Wir fordern nicht jetzt die vermehrte Einrichtung jetzt des Staates. Das ist ja so in der Folge der Finanzindustriekrise durchaus eine verständliche Reaktion. Aber das ist eigentlich nicht die Lösung für dieses Problem. Also wir wollen nicht jetzt staatliche Lösungen und sozusagen alles dort wieder neu organisieren, sondern das ist natürlich auch immer gefährdend unter dem Bevormundungspotenzial, was daraus entstehen kann. Wir wollen einen auf gute Versorgung, auf das Ergebnis fokussierten Wettbewerb. Und die Kommission sieht da wenig Nutzen in einer überbordenden Entwicklung von Kontrollapparaten, die im Nachhinein alles kontrollieren. Sondern wir brauchen die Partner, die selber die wirtschaftlichen Anreize nutzen, um das Richtige zu produzieren. Also deshalb unser Leitbild, dass einer verantwortlichen Steuerung eines Marktgeschehens über Anreize und über die Setzung eines Ordnungsrahmens, in der die Verfolgung einzelwirtschaftlicher Interessen und eine effiziente Versorgung und ein optimales Gesundheitsergebnis nicht zu Zielkonflikten bei den Beteiligten führt. Schauen wir nochmal ins Ausland. Was wird denn dort im Moment diskutiert? Und wir waren besonders beeindruckt von dem, was das Institute of Healthcare Improvement in den USA entwickelt hat mit dem sogenannten Triple Aim, also dem dreifachen Ziel eines verantwortlichen Gesundheitssystemgestaltung. Den bestmöglichen Gesundheitsstatus zu erzielen für die betroffene Population bei minimalem Ressourcenaufwand und einem entsprechenden positiven Erleben der Gesundheitsversorgung. Dass also Patientenpräferenzen ebenfalls dort mit eine Rolle spielen. Also diese Dreiteilung des Ziels. Und das Schöne ist ja, unter der Obama-Administration sind da inzwischen über 300 dieser Accountable Care Organizations in den USA entstanden, wo sich Versorger zusammengetan haben, quer über die Berufsgruppen hinweg und versuchen, populationsorientiert eine solche optimierte Versorgung zu entwickeln, die diesem Triple Aim-Konzept genügt. Wir sehen nämlich Gesundheit speziell, das Gesundheitssystem, als einen sehr besonderen Markt, in dem halt nicht die Effizienz von dem Produkt getrennt diskutiert werden kann, sondern diese dreifache Zieltrias verfolgt werden muss. Und damit holen wir uns auch
die Sachen zurück, die bisher im Gesundheitssystem immer so an der Seite nur diskutiert werden. Wenn wir Gesundheitsstatus als Zielkategorie mit aufnehmen, dann heißt das natürlich, dass Prävention mit zum Zentrum des Handelns werden muss. Dass die kulturelle Einbindung ebenfalls mit zum Zentrum des Handelns werden muss. Und dass Effizienz notwendig ist, ist unter knappen ökonomischen Ressourcen, glaube ich, selbstevident. Unsere Intervention geht nun auf allen Ebenen voran. Und bitte berücksichtigen Sie bei der Diskussion auch gern diese Vielgestaltigkeit der Intervention. Und wir versuchen sowohl über den Gesundheitsfonds und den Morbi-RSA, geht jetzt nicht, auf die Krankenkassen Einfluss zu nehmen, sodass dort eine Optimierung der Ausrichtung erfolgen kann. Wir gehen auf die Leistungserbringerseite und wir gehen aber auch auf die Versichertenseite und auf die regionale Bevölkerung. Und wie wir das machen, dazu gleich jetzt in den einzelnen Kapiteln mehr dazu. Wir starten mit dem Zentrum, mit der finanziellen Basis des Gesundheitssystems. Und das ist das, was heute über den Gesundheitsfonds und den morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich den Krankenkassen zur Verfügung gestellt wird an Zuweisungen. Damit haben wir den zentralen Teil, sozusagen das generiert praktisch Verhalten. Und wir wollen erreichen, dass dieses Verhalten stärker auf dieses Gesundheitsergebnis ausgerichtet wird und nicht auf das, was leider im Moment eher noch so das Verhalten bestimmt, nämlich die Optimierung der Versichertenschaft. Unter den Bedingungen, dass der Morbi-RSA an der einen oder anderen Stelle so seine kleinen Ungenauigkeiten hat. Also wir sehen, stellen da Fehlanreize fest, Überdeckungen für Junge und Gesunde, Unterdeckungen für Alte und Multimorbide und gehen darauf ein in der Reformperspektive. Wir wollen das Präventions-, Vertrags- und Versorgungsmanagement für die Krankenkassen attraktiver wird als die Suche nach attraktiven Risiken und kurzfristige Einsparungen. Eins der Probleme in vielen Stellen heute, wo wir es erleben, dass die Vermeidung des Zusatzbeitrags, heute jetzt nicht ganz so dringend, aber morgen schon wieder, die Vermeidung des Zusatzbeitrags eher das Verhalten sozusagen bestimmt, als die Erreichung eines optimalen Gesundheitsstatus für die Population für die nächsten 3, 5, 10 Jahre. Und wir wollen darüber hinausschauen oder haben nachgeschaut, wie können wir die Instrumente, Basis, die wir haben im Morbi-RSA, nutzen, um die Versorgung in sozial schwächeren Regionen und mit geringerer Versorgungsdichte auch in großstädtischen Teilbereichen besonders sozusagen zu attraktiv machen. Also das ist wirklich engagiertes Interesse dort entsteht. Wir empfehlen dazu, im Morbi-RSA die Fehlanreize zu beseitigen, zum Beispiel für Sterbende, für die Kostenerstattung fürs Krankengeld. Wir wollen vorschlagen, eine Prüfung zu entwickeln, ob ein regionaler Sozialindikator zusätzlich aufgenommen werden kann, der eine Ausgleichsvariable darstellen würde, sodass für die Versicherten in solchen regional schwächeren, sozial schwächeren Regionen oder Bereichen einer Großstadt, die Krankenkassen etwas mehr Geld bekommen, als in den Regionen, wo halt die Wohlhabenderen wohnen. Da bin ich sehr gespannt für die Diskussion heute Nachmittag. Dritter Prüfauftrag, und alle von Ihnen wissen, dass schon die erste größere Kommission des BVA darüber sich auseinander verworfen hat. Die Frage, wie können wir einen Präventionsanreiz, genauer gesagt einen Sekundärpräventionsanreiz, mit in dieses System aufnehmen. Und ein Gedanke dazu ist, die Verbesserung des Gesundheitszustands über die Zeit mit zu berücksichtigen als eine Variable, die dann dafür Krankenkassen belohnt, die das erreichen. Punkt 2, zweites Kapitel, Ergebnisse statt Versprechungen, Qualitätstransparenz und zwar sowohl auf der Seite der Anbieter und Anbieterinnen wie auf der Seite der Krankenkassen. Versicherung kam noch mit hinzu, dass das natürlich auch die noch vorhandene PKV-Seite mit umfassen muss. Wir haben es nicht überall immer mitgedacht, aber wo wir es gemerkt haben, haben wir es noch mit hinzugefügt. Bestandsaufnahme sagt, Versicherte haben heute vergleichsweise wenig Informationen, um Wahlentscheidungen zu treffen. Wahlentscheidungen bezogen sowohl auf die Leistungsanbieter, wie aber auch auf Krankenkassen.
Jetzt habe ich das Heft nicht dabei. Ich hatte es vorhin in der Pressekonferenz kurz gezeigt. Im aktuellen Fokus ist wieder so ein Vergleich drin der Leistungen von Krankenkassen. Uns erscheint das eigentlich ein bisschen schwach. Also was hat man denn heute als Versicherter oder als Bürger, um sich entscheiden zu können für eine Krankenkasse? Man hat das Kriterium Preis oder Vermeidung von Zusatzbeitrag oder Ausschüttung eventuell. Und man hat das Kriterium die Menge der Leistungen. Man weiß aber nichts über die wirkliche Leistung der Krankenkasse. Hat sie die Versorgung ihrer Versicherten so gut organisiert, dass der Gesundheitsstatus ihrer Population eigentlich sich über die letzten Jahre hinweg verbessert hat? Wenn dem so wäre, dann könnte man sich dieser qualitativ wertvolleren Krankenkasse anschließen. Ein wichtiger Punkt, ist aber bisher nicht vorhanden. Ich werde jetzt nicht alle Punkte im Einzelnen hier vorstellen, aber so ein paar Ausschnitte zeigen. Wir wollen stärker über das hinaus, was heute in den Kollektivverträgen geregelt wird, auch in Selektivverträgen regeln können. Das heißt, dass dort bessere Qualität auch zum ausschlaggebenden Indikator dafür wird, für eine Krankenkasse zu sagen, gut, dann schließen wir auch solche Verträge ab. Wenn Sie sich damit unterscheiden können im Wettbewerb zwischen Krankenkassen, dann ist das was Sinnvolles. Nur an vielen Stellen ist das heute noch gar nicht möglich. Reformperspektive. Wir haben den Eindruck, oder sehen es, dass der Versicherte einen Anspruch darauf hat, von der Gesellschaft ein Gesundheitssystem zur Verfügung gestellt zu bekommen, das ihm selber schon ein relativ hohes Maß an Sicherheit gibt. Ganz egal, also dass er jetzt nicht den Aufwand hat, alles einzeln nachkontrollieren zu müssen, sondern dass er weiß, okay, ich kann mich darauf verlassen. Dazu müssen aber halt die Anreize oben richtig sein. Also dass das Thema Ergebnisqualität in diesen Vertragsformen schon mit aufgenommen wird. Und ein Punkt ist dabei, dass wir eine Open-Data-Politik verfolgen. Also für qualitätsorientierte Entscheidungen muss der Versicherte an alle Informationen herankommen. Es geht nicht das, was da heute nach wie vor immer noch der Fall ist, dass vieles hinter verschlossenen Türen verhandelt wird. Und nicht nur verhandelt, sondern vor allen Dingen die Fehler des Systems bearbeitet werden. Also Berichtspflichten für Leistungserbringer wie auch für Krankenkassen müssen zur Marktzugangsvoraussetzung werden. Wir wollen diesen Gedanken, wie eine Versorgungsoptimierung auch für Krankenkassen zum Entscheidungskriterium werden kann für Versicherte, da glauben wir nicht, dass wir schon die letzte Weisheit hier entwickelt haben. Wir schlagen vor, dass das Bundesministerium für Gesundheit in der nächsten Legislatur den Sachverständigenrat damit beauftragt, ein Konzept und einen Wettbewerbsrahmen für eine solche vergleichende Darstellung von Versorgungsqualität und Versorgungsergebnissen von Krankenkassen zu entwickeln. Am schönsten wäre es, wenn wir es schaffen, einen Indikator daraus zu entwickeln. Einen Indikator, der dann später in Rankings entsprechend abgebildet werden kann, sodass tatsächlich für Versicherte sich damit ein Informationsgewinn herausstellt und eine Möglichkeit sich ergibt, Krankenkassen gezielt danach auszuwählen. Was dann wiederum reflektorische Wirkungen natürlich auch auf das Verhalten der Krankenkassen haben wird, so jedenfalls unsere Wunschvorstellung. Dass das begleitet werden muss, auch mit niedrigschwelligen und unabhängigen Beratungsangeboten für Versicherte, ist selbstverständlich. Dass das begleitet werden muss durch eine Verstärkung von Versorgungsforschung, ist ebenfalls notwendig und wir schlagen auch vor, dass das Deutsche Netzwerk für Versorgungsforschung dort in diese Diskussion mit eingebunden wird für diesen Indikator. Weitere Vorschläge kommen dann noch später zu anderen Punkten bei uns. Krankenkassen im Wettbewerb, fairen Vergleich, fairen Wettbewerb zu organisieren, um die besten Versorgungsergebnisse, erfordert aber noch mehr. Wir haben im Moment auch eine Zersplitterung von Aufsichtszuständigkeiten. Wir haben starke Wettbewerbsverzerrungen zwischen den privaten Krankenkassen und den gesetzlichen Krankenkassen. Und wir haben das Problem, dass Krankenkassen existieren, die sehr, sehr klein sind und andere, die in einer Region vielleicht schon 40% Marktanteil haben. Das sind ebenfalls Probleme, die gelöst werden müssen. Wir schlagen dazu vor, ein integriertes Krankenversicherungssystem zu entwickeln, in welchem Krankenversicherer gegebenenfalls auch unterschiedliche Rechtsformen, darauf haben wir jetzt gar keinen Schwerpunkt gelegt, das war jetzt nicht unser zentrales Thema,
aber unter gleichen Wettbewerbsbedingungen miteinander um dieses Ziel, nämlich die besten Gesundheitsergebnisse, konkurrieren. Also insofern brauchen wir eine Zusammenführung von GKV und PKV. Wir glauben, dass die Finanzaufsichten und die Trennung der Aufsichten ebenfalls ein Problem darstellt. Die einen Krankenkassen, die auf der Länderebene beaufsichtigt werden, die anderen, die auf der Bundesebene beaufsichtigt werden. Wir schlagen als vor, dass eine Neuordnung organisiert werden könnte, dass die Finanzaufsicht über das Bundesversicherungsamt zentral, während die Versorgungsaufsicht stärker auf der regionalen Seite, auf der Länderebene organisiert werden soll. Dass das natürlich kein Auseinanderklaffen von einzelnen Bundesländern geben soll, ist klar. Insofern braucht man wahrscheinlich eine gewisse Rahmenvorgabe, die bundeseinheitlich sein müsste. Wir wollen, dass die Bundesregierung über die Auswirkungen dieser wettbewerbsrechtlichen Neuregelungen, die ja im Moment sowieso in der Diskussion sind, dann halt auch berichten muss und das auch analysieren muss und begleiten muss. Ja, ich hatte es vorhin schon erwähnt mit den Accountable Care Organizations. Wir haben das hier übersetzt auf Gesundheitsnetze knüpfen, regionale Versorgung und regionale Verantwortung organisieren. Das kommt aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben inzwischen eine Situation, dass Versorgung heute nicht mehr allein gedacht werden kann. Der einzelne, allumfassende und allwissende Arzt, der Versorgung für seine Versicherten organisiert, das ist ein Bild, das der Vergangenheit angehört. Heute eine multiprofessionelle Vernetzung in Teams und vor allen Dingen bei chronischen Erkrankungen, wenn wir auch noch das Thema Prävention mit berücksichtigen wollen, dann müssen wir dazu in der Lage sein, mit den zivilgesellschaftlichen Institutionen auf der lokalen Ebene zusammenzuarbeiten. Das funktioniert nicht aus der Einzelpraxis heraus. Dazu braucht man Zusammenhänge, neue Strukturen, die dafür erforderlich sind. Das Gleiche bei dem Thema, wie kann eigentlich eine geplante Behandlung einsetzen? Wir haben nach wie vor das Problem einer kurzfristigen, symptomorientierten Behandlung für den aktuellen Fall, wo ein Patient in die Praxis kommt. Aber wir brauchen doch ein Modell, was eine proaktive Versorgung in der Duade, in dem guten Arbeitsbündnis zwischen Therapeut oder Therapeut im Team plus Patient organisiert. Das ist das, was für die Zukunft, auch gerade für die demografischen Herausforderungen, erforderlich ist. Und wir brauchen das Gleiche in diesem Bereich der strukturschwachen Räume. Auch da funktioniert das klassische Bild nicht mehr. Weder in der Frage der Feminisierung der Medizin, noch in der Frage der anderen Berufsgruppen. Wir brauchen dort Zusammenhänge. Also die Reformperspektive schlagen wir vor, Ausrichtung der Anbieter von Gesundheitsleistungen auf die Zusammenführung, auf den Zusammenschluss in der Form von intelligenten regionalen Gesundheitsnetzen, die dann zum Teil auch mit unterschiedlichen Vergütungsformen an den Gesamtvergütungen und den Zuweisungen für die jeweilige Region beteiligt werden können, also als Populationsversorgung. Dafür braucht man natürlich auch entsprechende Anbieterinnenstrukturen, die dafür überhaupt in der Lage sind, so etwas zusammenzuführen. Und da helfen uns nicht die Regelungen, die die jetzige Regierung eingeführt hat, gerade im Zuge mit den MVZs, mit der Begrenzung dessen, wer sich da eigentlich engagieren kann. Das ist keine zukunftsorientierte Politik gewesen. Und wie die Bundesländer dort sich stärker einbringen können, weil die kriegen ja jetzt im Moment den Druck ab, wenn in ihren Teilregionen, in den Tälern und Bergländern dieser Welt bei uns oder in den strukturschwachen Räumen des platten Landes, wenn dort Versorgungsengpässe auftreten, wer kriegt denn den Druck ab? Das kriegen doch erstmal die entsprechenden Bürgermeister, die Gebietskörperschaften, die Landkreise ab. Die müssen in der Lage sein, auch in irgendeiner Weise darauf zu reagieren. Die haben eine Versorgungsverantwortung für diese Population. Und da müssen wir auch den Mechanismen geben, damit reagieren zu können oder zumindest damit drohen zu können. Das ist eigentlich ja unser Modell, dass wir so ein Checks and Balances immer wieder einführen, dass also Krankenkassen, wir haben jetzt, ich glaube, 136 oder ähnlich, das ist illusorisch zu glauben, dass die in der Gemeinschaft Versorgungsverantwortung in einer ländlichen Region irgendwo übernehmen. Letztendlich ist es doch meistens nur dann eine Krankenkasse, die sich
vielleicht noch engagiert. Und insofern brauchen wir eigentlich dort eine andere Struktur und wir schlagen vor, dass tatsächlich die Landesregierung die Möglichkeit kriegen, über den Paragraph 90, über das Gremium und die Empfehlungen dieses Gremiums dann auch in solchen Regionen Ausschreibungen organisieren zu können, die dann den Trick hätten, und das kann ja nur dann funktionieren, wenn es tatsächlich übersektoral funktioniert, dass die Zuweisungen, die aus dem Gesundheitsfonds für eine solche Region ausgegeben werden, dann an den Krankenkassen vorbei praktisch direkt investiert werden kann zu Lasten der Krankenkassen. Damit hätte man einen massiven Anreiz und ich glaube, alle Krankenkassen würden sich heftig dagegen engagieren, dass so ein Zustand eintritt und ich hoffe, dass damit die Versorgung doch auch ein bisschen optimiert wird. Es gibt einen weiteren Punkt. Sicherlich wird der heute Nachmittag auch noch zu heftigen Diskussionen führen. Wir sehen ein ordnungspolitisches Problem in der Besonderheit der hausarztzentrierten Versorgung nach § 73b Absatz 4, dass nämlich die Krankenkassen gezwungen sind, hausarztzentrierte Versorgung zu machen. Wir sagen nicht, hausarztzentrierte Versorgung ist schlecht. Wir sagen nur, der Zwangscharakter, der da drin steckt, ist wenig sinnvoll. Es ist verständlich, dass diejenigen, die das damals wollten, gesagt haben, Mensch, anders kriege ich es nicht hin. Aber wenn wir jetzt das System so umstellen, dass tatsächlich Versorgungsoptimierung zu einem ökonomischen Interesse der Krankenkasse wird, dann hoffen wir, dass daraus auch neue Interessen sich entwickeln, tatsächlich kluge Versorgungsangebote freiwillig auszuwählen und dass dann durch freiwillige Vereinbarungen so etwas organisiert werden kann. Und dass die ebenfalls jetzt die Option bekommen, sich für Ausschreibungen aus dem, kommt noch später, Forschungs- und Entwicklungsbudget zu bewerben. Also mehr Freiheiten an dieser Stelle. Und die Herausnahme dessen, was im Moment auch von der letzten Regierung wenig Sinnvolles entwickelt worden ist, nämlich die Prüfung der Wirtschaftlichkeit und möglichst noch innerhalb des gleichen Jahres, die eine Absurdität in sich ist, denn es ist nur nachvollziehbar, dass heute investiert nicht im gleichen Jahr schon Ertrag geben kann oder nur in einzelnen Sonderfällen, sondern das braucht natürlich mehrere Jahre. Also wir nehmen das wieder heraus. Solche regionalen Gesundheitsnetze oder Gesundheitsunternehmungen, die dann daraus entstehen, die transsektoral Leistungserbringende und gegebenenfalls auch Kommunen- und Patientengruppen, wir wollen das also erweitern, dass auch andere Gruppen noch hinzukommen können, zusammengebracht haben, können dann für solche Projektvorhaben zur Förderung der Gesundheit der Bevölkerung einer Region auch Anträge an dieses Forschungs- und Entwicklungsbudget stellen, was wir dafür vorgesehen haben. Wir schlagen vor, dass das nur dann geht, wenn Sie auch die Zustimmung und die Unterstützung haben der jeweiligen Gebietskörperschaft. Als ein weiteres Mittel, um die Interessen Gebietskörperschaften und die Interessen der Versorgenden in einer Region auch zusammenzuführen. Gut, das mit dem Anreiz und dem Landesgremium hatte ich schon berichtet. Insofern kann ich darüber hinweggehen. Zum Thema Gesundheitsnutzen belohnen, Vergütungssysteme ethisch weiterentwickeln, sehen wir ein Problem, dass eine Vielzahl an Fehlanreizen heute existiert, die keinen Bezug zum Gesundheitsergebnis darstellen. Und eins der besonderen Situationen ist natürlich auch die unterschiedlichen Vergütungssysteme zwischen PKV und GKV. Aber auch in anderen Bereichen erleben wir das, ob das nun die Mengenanreize und Mengenausweitungen sind für die operativen Eingriffe, die Manipulationen, die dort gemacht worden sind, die Hygieneverletzungen und so weiter, was dort entstanden ist. Wenn wir jetzt also Vergütungsbestandteile befördern wollen, die gute Qualität bei entsprechender Transparenz belohnen, dann brauchen wir einige Handlungsempfehlungen. Und dazu als erstes, wir sagen, es ist notwendig, wir kommen nicht drum herum, ein einheitliches Preissystem zu entwickeln im Zuge der Zusammenführung von GKV und PKV, das sozusagen diese Fehlanreize innerhalb des einzelnen Kopfes der Leistungsanbieter herausnimmt. Natürlich muss das heißen, dass die Summe dessen, was bisher in privatärztlichen Leistungen finanziert worden ist, auch mit wieder zur Verfügung gestellt wird. Das kann natürlich nicht sein, dass das einfach nur herausgenommen wird. Wir schlagen zusätzlich vor, dass Modellvorhaben ermöglicht werden,
Ob das nun über den Paragraph 63 oder andere Formen entsteht, das ist jetzt uns nicht so wichtig gewesen. Aber jedenfalls Modellvorhaben wirklich für multiprofessionelle Zusammenarbeit mit diesen neuen Anbieterinnen oder Anbieterstrukturen, die wir gesagt haben, die dann die Optionen haben, mit Komplexpauschalen und oder Vergütung, mit einer teilweise Budgetmitverantwortung für definierte Leistungspakete oder auch ganze Populationen zu arbeiten und diese Multiprofessionalität auszuprobieren. Weil natürlich ist klar, dass gegenüber den bisherigen Situationen einer Delegation von Leistungen das eines Entwicklungsbedarfs bedarf. Wir wollen zusätzlich einen Prüfauftrag oder empfehlen einen Prüfauftrag, die bisherigen Institute des Bewertungsausschusses auf der einen Seite und des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus zu einem gemeinsamen unabhängigen Institut zusammenzulegen. Auch mit dem Ziel, die Vergütungssysteme stärker zu harmonisieren und nicht die nach getrennten Sektoren auch unterschiedlich zu behandeln. Und wir schlagen vor, statt jetzt über Krankenhäuser, wie es im Moment aktuell ja wieder diskutiert wird, ein einheitliches System zu entwickeln, das einfach sozusagen nur insgesamt mehr in den Bereich gegeben wird und gekippt wird, ein Modell zu entwickeln, gerade unter den Möglichkeiten, die wir in der jetzigen Zeit haben, ergebnisabhängige Vergütungsbestandteile mit einzuführen, die das Ergebnis belohnen, was ja eine gute Krankenhausbehandlung selbstredend mitproduziert, nämlich dass der Patient auch entsprechend aufgeklärt, in seiner Krankheit kompetent gemacht, aus dem Krankenhaus entlassen wird, mit dem Ziel, halt möglichst wenig das Gesundheitssystem in Anschluss zu beanspruchen. Nur das Krankenhaus, was heute eine solche Kompetenzentwicklung und Stärkung macht, schädigt sich ökonomisch selber, weil es kriegt das gleiche Geld wie das Krankenhaus, was es nicht macht. Und das kann ja für ein Gesamtsystem nicht vernünftig sein. Weiterer Punkt. Wir brauchen, damit wir die Anreize in diesem verschränkten System gut hinbekommen, auch auf der Selbstverwaltungsseite mehr Interesse an Versorgungsoptimierung. Und dafür sehen wir im Moment die Situation, dass die Selbstverwaltung hinter den Möglichkeiten, auch den demokratischen Konzepten unserer Gesellschaft weit zurückbleibt. Also der Verzicht auf das demokratische Modell der Urwahl, wie das überhaupt kommen konnte, ist eigentlich schon kaum verständlich. Wie das auch jetzt noch in dieser Situation heute fortgeführt werden soll, bleibt erst recht unverständlich. Und das Argument, dass das kostengünstiger sei, kann ja wohl kaum zur Rechtfertigung genommen werden dafür, dass ein System sich einfach perpetuiert. Stellen Sie sich vor, Frau Merkel hätte jetzt für die nächsten 30 Jahre die Chance, in dieser Bestandteil, in dieser Zusammensetzung der Regierung weiterzuarbeiten. Ich glaube, käme für niemanden von uns in Frage, dieses als selbstverständliches Beispiel einer Urdemokratie zu rechtfertigen. Das heißt also, wir brauchen hier den Verzicht auf dieses Modell der Friedenswahlen und den Druck, dass tatsächlich freie Sozialwahlen stattfinden. Aber das muss auch in größerem Maße dann reformiert werden, weil was hat man denn heute für Wahlen und was hat man heute für Informationsquellen, um als Versicherter in einer Krankenkasse zu wählen? Da muss natürlich dann auch mehr hinein. Also wir fordern eine zeitgemäße Modernisierung der Selbstverwaltung zur Stärkung der Bürgergesellschaft und auch als Ideengeber für die Weiterentwicklung von Versorgungsstrukturen. Dazu muss als erstes vielleicht auch das Unding abgeschafft werden, dass die aktive wie passive Wahlberechtigung wirklich allen Versicherten gegeben wird und nicht nur den heutigen Gruppen, die heute als Mitglieder berechtigt sind, die Wahlen durchzuführen. Wir brauchen die Weiterentwicklung der Selbstverwaltung zum Versichertenparlament. Dazu müssen aber tatsächlich dann die Wahllisten, die sich zur Wahl stellen, auch die Möglichkeit haben, kompetitiv sich gegeneinander aufzustellen. Dazu muss der Versicherte die Möglichkeit haben, sich auch darüber zu informieren. Und wir brauchen auch weitere Möglichkeiten für der heutigen Zeit angepasste Vereinigungen, die Gesundheitsverbraucher, sozial- und berufspolitische Zielsetzungen dort repräsentieren können. Wir haben uns auch Gedanken gemacht um die Frage der Patientenvertretung im erweiterten Bewertungsausschuss und im gemeinsamen Bundesausschuss. Auch dort sehen wir eine Stärkung der Patientenvertretung vor in den verschiedenen zentralen Gremien. Dabei
haben wir auch Prüfaufträge genannt, Stärkung der Patientenvertretung im gemeinsamen Bundesausschuss mit mehreren Möglichkeiten, vielleicht auch sowas einzuführen wie ein stimmberechtigtes viertes und parteiisches Mitglied durch die Patientenvertretung und dass dort auch eine angemessene finanzielle Unterstützung ermöglicht wird, dass überhaupt dort die Arbeit auch vernünftig geleistet werden kann. Viele haben wahrscheinlich auch Bedenken bei Patientenvertretung im gemeinsamen Bundesausschuss nach dem Motto, wie wird denn die Patientenvertretung dann wahrgenommen durch industrielle Interessen? Deshalb also auch die Transparenzpflicht für Verbände, deren Mitglieder in der Patientenvertretung mitwirken, also Unabhängigkeit von Industrie, heilberuflichen Fach- und Berufsverbänden und Krankenkassen. Ein Punkt, der sicherlich heute Nachmittag noch viel Diskussionen aufwerfen wird, ist die Frage, wie können denn die Berufsgruppen im Gesundheitswesen auch unter den heutigen Bedingungen besser zusammenarbeiten? Weil die Komplexität von Erkrankungen wächst. Die Komplexität, die auch gleich erfordert, dass vielfältige Interaktionen möglich sind, wächst. Und dann braucht es natürlich irgendwie auch eine Regelung, wer kann denn dann eigentlich wie welche Entscheidungen treffen in einer solchen teamorientierten Behandlung. Nur, unter uns gesagt, wo ist denn das heute nicht der Fall? Doch, heute schon der Fall. Also auch heute braucht man schon Möglichkeiten, in einer Teamsituation Verantwortung miteinander zu teilen und Entscheidungen zu treffen. Und die, wo man sich halt natürlich auch rechtfertigen muss gegenüber dem Partner, der aus einer anderen professionellen Hintergrund kommt, weshalb man diese Entscheidung getroffen hat. Und deshalb sagen wir, das Kapitänsprinzip, was bisher eigentlich so das Denken beherrscht hat, dass also automatisch der Arzt oder die Ärztin immer diejenige ist, die das letzte Sagen hat, ist fraglich. Ist das eigentlich das zukünftige Prinzip? Oder müssen wir nicht ein System entwickeln, was viel sozusagen Kompetenz näher jeweils ist für die spezifischen Problematik, um die es geht. Also Gesundheitsversorgung im Team. Große Herausforderung. Wir wissen auch, das wird eine Sache sein, die uns für die nächsten 20, 30, 40 Jahre beschäftigen wird. Also nicht für die ganz kurze Zeit. Aber da muss man sich heranwagen, wenn wir auch wirklich der Kompetenzentwicklung in den unterschiedlichen Bereichen wirklich Vorschub leisten wollen. Und wenn wir in der Lage sein wollen, überhaupt auch die entsprechenden Fachkräfte zu uns zu holen, die wir in 30, 40 Jahren brauchen werden. Da müssen wir denen nämlich auch attraktive Arbeitsbedingungen bieten. Und dazu müssen sie auch Arbeitsbedingungen haben, wo sie auch ein bisschen was zu sagen haben. Das ist sonst schwer vorstellbar. Also wir sehen da einen Bedarf, die bestehenden Berufszuschnitte und Rollen deutlich zu überarbeiten, rechtlich neu zu verorten. Und was vorhin schon Ralf Füchs angesprochen hat, dieses Unding, dass im Moment bestimmte Bereiche des Gesundheitswesens ihre Ausbildung selber, also die Personen, ihre Ausbildung selber bezahlen müssen. Und auf der anderen Seite führen wir gerade die Studiengebühren wieder zurück. Das ist irgendwie, glaube ich, auch niemand mehr plausibel zu machen. Also da muss eine Neuorientierung erfolgen. Wir sehen dazu, dass die Zusammenarbeit unter entweder einem gemeinsamen Dach oder in einem Netzwerk zusammen dafür vorbereitend nützlich sein kann und sich weiterentwickeln kann. Also eine Vernetzung der Gesundheitsberufe und auch bis hin zur Einbeziehung der zivilgesellschaftlichen Ressourcen. In der Altenhilfe ist das ja schon intensiv diskutiert und bearbeitet worden. Konkrete Handlungsempfehlung: konsistente berufsrechtliche Neuordnung der Gesundheitsberufe mit einem Heilberufegesetz und mit entsprechenden Vorschriften, Aufgaben und Tätigkeiten, dann auch im Sinne vorbehaltener und vorrangiger Tätigkeiten im Verhältnis zueinander. Und zwingend natürlich eine Anpassung des Haftungsrechts mit dazu. Wir denken dazu an die Einberufung eines Berufegipfels, zu dem Vertretungen der Gesundheitsberufe eingeladen werden, mit dem Ziel, einen solchen Dialogprozess zu eröffnen. Und die Andeutung hatte ich ja schon gemacht, das dauert sicherlich ein paar Jährchen und nicht ganz kurzfristig. Und parallel begleiten könnte schon mit einem Modellprogramm für regionale Lösungen gearbeitet werden, wo man das mal ausprobieren kann und auch vermeiden kann, dass da jetzt neue ungezügelte Leistungsanreize hineinkommen, indem zum Beispiel dann für eine solche Region ein Globalbudget mit definiert wird und insofern dann eine Vermeidung von überschießenden Anreizen erfolgen kann. Letzter Punkt der Empfehlungen. Wir haben, muss ich dazu sagen, jetzt keine
Experten unbedingt im Bereich des SGB-11 mit dabei gehabt, aber wir sehen trotzdem einen ganz besonderen Druck eigentlich in der Verknüpfung von SGB-5 und SGB-11. Wir haben einfach das Problem, dass eine wirkliche Verhütung von Pflegebedürftigkeit im Moment in unseren Systemen unter den Tisch fällt. Die Pflegeversicherung hat kein richtiges Interesse, weil sie nicht wettbewerblich organisiert ist, sondern über einen Ausgleichsfonds organisiert ist. Die Krankenkasse hat kein Interesse, weil sie, wenn sie dort investiert, den Vorteil nicht wieder zurückbekommt. Also insofern haben wir da einen Fehlanreiz drin im System. Das Gleiche gilt auch für die Verlangsamung der Progression von Erkrankungen. Ob das nun Demenz, Rheuma, Multiple Sklerose ist, alle oder Behinderung, überall da, wo wir schaffen würden, durch Investments in der Krankenversorgung Pflegebedürftigkeit hinauszuschieben, ist es im Moment für eine Krankenkasse eigentlich nicht lohnend. Und das ist falsch, das darf nicht sein. Wir haben dazu einige Reformmodelle vorgeschlagen oder benannt. Da muss noch intensiv dran geprüft werden, da müssen auch noch Modellrechnungen gemacht werden. Das konnten wir nicht im Rahmen der ehrenamtlich zusammengesetzten Kommission entwickeln. Aber wir sehen da einige Chancen, zum Beispiel indem man sozusagen Anreize schafft, die eine Krankenkasse belohnen, wenn sie es schafft, Pflegebedürftigkeit zu verschieben. Das könnte man auch mit Einbeziehung von Pflegekosten in den Morbiars einteilen, regulieren. Also in die Richtung haben wir mal sozusagen laut gedacht. Könnte auch noch andere Lösungen sich vorstellen, dass man partielle Integration der Pflegeversicherung in die Krankenversicherung macht. Wir wissen um die Diskussion, dass die Pflegenden sehr, sehr viel Wert darauf gelegt haben, die Pflegeversicherung unabhängig zu halten, um nicht in erneuter Weise unter die Dominanz der Ärzteschaft zu kommen. Aber immanent haben wir da ein Problem und deshalb muss da eine Lösung gefunden werden. Es gibt ja auch solche Überlegungen, Cure- und Care-Leistungen voneinander zu trennen. Das haben wir jetzt mal so angesprochen. Da ist ja auch gerade noch eine Gutachten unterwegs. Gut, insofern komme ich zum Schluss und möchte nochmal betonen, eigentlich haben wir da tatsächlich versucht, in allen Ebenen Anreize auf eine Verbesserung hin des Gesundheitsergebnisses zu produzieren. Bei den Krankenkassen, in den Vertragsverhältnissen zu Versorgern, die regionalen Versorger multiprofessionell und intersektoral dann aufgestellt, Prävention durch den Ergebnisbezug mit anzureizen, die Gebietskörperschaften, die Patientenvertretung zu stärken und letztendlich damit ein System zu schaffen, was in neuer Form Checks and Balances organisiert und damit zu einem gesellschaftlich gewünschten Gemeinwohl in höherem Maße beiträgt als das heutige System. Und wir wissen, dass wir damit eigentlich nur das aufnehmen, was schon viele andere vor uns gedacht haben. Also wir wollen uns da jetzt nicht herausstellen, da ist ja schon viel gearbeitet worden und zum Glück gibt es ja schon ganz viele Ansätze dazu. Deshalb bedanken wir uns auch nochmal bei den vielen Gutachtern und Ausarbeitungen und Überlegungen Dritter, die wir mit zur Verfügung bekommen haben. Und eine kleine Erinnerung, speziell hier auch für die Grünen-Stiftung. Die Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen hatte bereits 1997 ein Gutachten in Auftrag gegeben oder erhalten von Professor Friedrich Wilhelm Schwarz und diversen Kollegen. Ich glaube, einige werden auch vielleicht hier sein heute, die damals die Weiterentwicklung des Vergütungssystems in der ambulanten ärztlichen Vergütung zum Ziel hatte, mit einem höheren Ergebnisanteil und Ergebnisbezug. Also wir gehen da durchaus auf lange Diskussionen eigentlich zurück. Gerade bei der Reform der Selbstverwaltung haben wir intensiv an das Gutachten von Braun und Kollegen angeknüpft, auch an das, was die Bundeswahlbeauftragten für die Sozialwahlen geäußert haben. Wir haben uns sehr intensiv mit den Gutachten des Sachverständigenrats auseinandergesetzt und die mit einbezogen und die Diskussionen und Impulse aus den internationalen Diskussionen mit aufgegriffen. Und jetzt noch mal so eine persönliche Anmerkung, ein bisschen zu der grünen Seite hin auch und der Anschlussfähigkeit zu den Grünen. Ich denke schon, dass da eine ganze Reihe von Punkten wir eigentlich an Sachen entwickelt haben, die zu grünen Entwicklungslinien anknüpfen. Ob das nun die ökologische Innovation, Nachhaltigkeit ist, die neuen sozialen Bewegungen, die Frage des Menschenbildes.
die Frage von Gerechtigkeit und Solidarität und vor allen Dingen diese Frage, wie Gemeinwohl, Common Good organisiert werden kann und wie damit auch lokale und regionale Wirtschaft eigentlich in Verbindung gebracht werden kann, die auf das Gemeinwesen ausgerichtet ist und noch eine überschaubare Größe hat und insofern auch eine Entwicklungsfähigkeit hat. Wir sehen noch gewissen und vielfältigen Weiterentwicklungsbedarf. Also wir glauben nicht, dass damit jetzt mit dem Gutachten hier alles erledigt ist. Einige der Punkte hatte ich ja schon angesprochen während der Vorstellung. Wir haben zum Beispiel auch in der Online-Befragung keinen einzigen Vorschlag bekommen, wie das Fehlfinanzierungssystem der pharmazeutischen Industrie aufgelöst werden kann. Jetzt wissen wir, mit dem AMNOG sind gewisse Sachen durchaus geregelt worden, die schon mal in positive Richtung gehen. Aber da sehen wir noch ein Problem. Nach wie vor ist der Mengenanreiz in der pharmazeutischen Industrie da. Wir haben keine Lösung dafür gefunden, wie der herausgenommen werden könnte zugunsten einer Ergebnisorientierung. Ein bisschen, wie gesagt, ist im AMNOG ja schon entwickelt worden, aber da, glaube ich, ist noch viel mehr Bedarf da. Und nicht nur für die pharmazeutische, auch für die medizintechnische Industrie. Auch noch nicht zufrieden sind wir mit der stationären Versorgung. Dafür gibt es noch keine guten Konzepte. Wir haben nachgefragt bei vielen Leuten, gibt es eigentlich Konzepte für ein Post-DRG-Programm? Wir wissen, dass das DRG-System wichtig war in der Weiterentwicklung der Krankenhausvergütung. Aber wir wissen auch, wir brauchen jetzt eigentlich schon wieder eine neue Optimierung. Mit dem Vorschlag, ergebnisorientierte Bestandteile einzufügen, haben wir, sagen wir mal, eine Idee geöffnet, aber noch kein Umsetzungskonzept im Grunde gefunden. Da wünschen wir uns weitere Diskussionen und Entwicklungen. Und auch noch zu weiteren Themen. Die Fehlanreize für Patienten und Versicherte heute sind auch nach wie vor da. Das Risiko auch der Anreizdiskussion haben wir gesehen. Anreize auch entstammen der Diskussion in Richtung Homo economicus, also sozusagen aus der ökonomischen Diskussion. Wir wollen nicht damit sagen, dass Anreize sozusagen das einzig Wahre sind. Und vor allen Dingen gibt es ja auch viele Kritik an diesen Pay-Per-Performance-Vergütungen in unterschiedlichen Ländern, die eingeführt worden sind und wenig Evidenz über den Nutzen einer solchen Vergütungsform. Aber gleichzeitig sehen wir, die Fehlanreize der heutigen Situation sind so manifest, dass wir zumindest einen Ausgleich für die Fehlanreize generieren müssen. Wir sehen natürlich, dass durchaus in der erhöhten Partizipation, Selbstverwaltung, GBA auch Risiken liegen, dass sich Special Interest Groups daraus bilden könnten, die vielleicht auch zu problematischen Situationen führen können. Aber wir glauben, mit dem Vorschlag, den wir gemacht haben, auch mit der Unabhängigkeit, haben wir das ein Stück abgefedert. Und zumindest haben wir eine neue Ebene von Checks and Balances wieder eingeführt, die dort zu mehr Vernunft führen können. Und die große Frage ist, ist dieser Ergebnisindikator für Krankenkassen ein ausreichendes Korrektiv zugunsten einer Ergebnis- und Ergebnisversorgungs- und Ergebnisorientierung oder muss da noch mehr generiert werden? Das ist das, was uns im Rahmen der Online-Befragung mit zur Verfügung gestellt worden ist, auch aus unseren eigenen Diskussionen entwickelt worden ist. Aber auch da kann sicherlich noch weiter gearbeitet werden. Deshalb auch unser Aufruf. Diskutieren Sie mit uns und in Ihren jeweiligen Zusammenhängen. Entwickeln Sie die Ideen weiter. Helfen Sie mit bei Umsetzung, Konkretisierung. Die Veränderungen zugunsten eines Mehr an Gesundheitsnutzen und damit zu dem Tagungsthema wieder aufgreifen, zu einem Mehr an Effizienz, Qualität und Humanität in einem solidarischen Gesundheitswesen. Das ist wirklich nur dann möglich, wenn wir einen breiten gesellschaftlichen Konsens, der über einzelne Parteien hinweggeht, generieren können. Ich glaube, wir sehen da durchaus Chancen und die multiparteiliche Zusammensetzung unserer Kommission hat dafür vielleicht auch schon eine gute Grundlage gelegt, aber das würden wir uns jetzt wünschen, auch vielleicht noch für die Abschlussdiskussion heute Nachmittag, dass da Gedanken aufgegriffen werden von weiteren gesellschaftlichen Strömungen. Und wir glauben, dass diese Veränderungen, dass wir unseren Mitmenschen diese Veränderungen schuldig sind, wir aber auch uns selber, unsere eigenen Versorgung im Alter und nicht zuletzt auch unsere professionellen Selbstachtung, dass wir dieses Dilemma zwischen dem heutigen Situation, wirtschaftlicher Anreiz auf der einen Seite
und Ethik, Moral auf der anderen Seite ein Stück zusammenführen können und damit zum Gemeinwohl beitragen können. Schönen Dank.